Meine sehr verehrten Damen und Herren, was Ihnen hier vom Kommissionspräsidenten und Architekten dieser Gesetzesruine vorgeschlagen wird, ist ein in Hochglanz verpackter Verfassungsbruch. Es ist die Verweigerung des Volkswillen, wie er noch kaum wohl einmal in diesem Land stattgefunden. Meine Damen und Herren, Sie haben auf diese Verfassung geschworen oder das Gelübde abgelegt. Es wäre gut, wenn Sie 30 Sekunden in sich kehren und sich das mal überlegen, was Sie da heute anstellen. Ich sage Ihnen, was das Volk beschlossen hat, Herr Stararchitekt Fluri. Erstens, die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig, haben Sie nicht erfüllt. Die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz wird durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente begrenzt, nicht erfüllt. Die Höchstzahlen gelten für sämtliche Bewilligungen des Ausländerrechts unter Einbezug des Asylwesens, Herr Fluri, nicht erfüllt. Die jährlichen Höchstzahlen und Kontingente für erwerbstätige Ausländerinnen und Ausländer sind auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz und nicht umgekehrt, wie Sie hier suggerieren, unter Berücksichtigung eines Vorranges für Schweizerinnen und Schweizer auszurichten. Meine Damen und Herren, nicht erfüllt. Maßgebende Kriterien für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen sind insbesondere das Gesuch eines Arbeitgebers. Nicht erfüllt. Zudem die Integrationsfähigkeit und eine ausreichend eigenständige Existenzgrundlage ist nachzuweisen. Nicht erfüllt. Und Sie erwarten hier, dass die SVP zustimmt. Es ist nicht mehr ein Antrag der SVP, den wir hier behandeln in diesem Saal. Es ist der Auftrag der obersten Chefinnen und Chefin dieses Landes, dem Volk mit den Ständen. Kein Antrag der SVP, bitte das zu berücksichtigen. Und es ist halt so, meine Damen und Herren, hier wird die direkte Demokratie beerdigt. Und die, das mithelfen, das sind Totengräber. Ja, Herr Fluri, ich weiß, Sie graben nicht. Das lassen Sie die SP erledigen. Da sind Sie zu fein in der FDP. Sie graben nicht, Sie machen sich die Hände nicht schmutzig. Sie sind dann dabei bei der Beerdigung im schön feinen schwarzen Anzug mit Krawatte und werden einen so schönen Nachruf verfassen, dass dem Schweizer Volk die Tränen in die Augen fließen. Das ist Ihre Aufgabe und das ist auch der Skandal, wie Sie da hochgelobt werden als Architekt. Ich kann Ihnen sagen, wenn unser Architekturbüro, an dem ich beteiligt bin, einen solchen Plan abgeben würde, einem Bauherrn, mit einer Brandruine gezeichnet, ich hätte wohl kaum 40 Jahre erfolgreich geschäften können. Danke.